am alten Kirchplatz im Stift. Vielen ist er auch als Kirmesberg bekannt, lässt sich noch heute Gevelsberger Geschichte erleben. An diesem Platz stand einst ein Kloster, um das die Stadt Gevelsberg entstand. Die Geschichte begann 1225 mit der Ermordung des Kölner Erzbischofs Engelbert von Köln in einem Hohlweg im heutigen Gevelsberg. Engelbert wurde dort von seinem Vetter ermordet. An dieser Stelle befindet sich heute die Straße Alter Hohlweg. Kurz nach der Ermordung kamen Geschichten von Wundern auf, die am Todesort Engelberts stattgefunden haben sollen. Diese wurden von Caesarius von Heisterbach verbreitet. 5 Jahre später gründeten Zisterzienserinnen ein Kloster zur Sühne des Mordes. Der Nachfolger Engelberts, Heinrich von Müllenarg, unterstützte diese Pläne. Das Kloster Gevelsberg erhielt Schenkungen von Kölner Bürgern und von Adelsfamilien. Dadurch entstand eine Abhängigkeit von Köln. Nach weiteren 5 Jahren, 1235, wurde eine Steinkirche gebaut. Heute steht diese Kirche nicht mehr. Die Klosterkirche konnte jedoch anhand von historischen Karten rekonstruiert werden. Der Grundriss des Klosters wurde mit Steinen nachgebaut und mit Kieseln gefüllt. 4 Säulen der Klosterkirche sind noch erhalten. Sie stehen an ihrem ursprünglichen Ort. Neben dem Grundriss sind jedoch keine weiteren Informationen über das Aussehen der Kirche bekannt. Die Apsis der Kirche, also die Kuppel, wird durch eine moderne Stahlkonstruktion symbolisiert. Ein Gewölbekeller, der ursprünglich zur Klosterkirche gehörte, ist ebenfalls noch erhalten. In der Klosterkirche stand eine lebensgroße Holzstatue von Engelbert. Das Kloster entwickelte sich zur Wallfahrtsstätte und wurde Zentrum der Verehrung Engelberts. Im Zuge der Reformation wurde das Kloster 1577 in ein freiweltliches, hochadliges Damenstift umgewandelt. Ein Damenstift ist eine religiöse Lebensgemeinschaft von Frauen, die einem Kloster ähnelt. Im Damenstift in Gevelsberg wohnten sowohl katholische als auch evangelische Frauen, größtenteils jedoch evangelische. Im 17. und 18. Jahrhundert wurden weitere Gebäude um das Stift herum gebaut, so zum Beispiel ein Äbtissinnenhaus. Dieses war ein Fachwerk auf einem massiven Steinsockel. Ausgehend von der Kirche und später dem Stift entwickelte sich um den Kirchplatz herum ein Gemeinwesen mit Handwerkern und Bauern. So wurde entlang der Elberfelder Straße das Kirchenspiel am Gevelsberg gegründet. 1812 wurde das Stift durch einen Erlass Napoleons aufgelöst. Die Klosterkirche wurde 1823 wegen Baufälligkeit gesperrt und 3 Jahre später abgerissen. Nach der Auflösung des Stiftes verband sich das Kirchspiel am Gevelsberg mit der älteren Bauernschaft Meilinghausen. Diese hatte bereits eine Kleinindustrie mit Schmieden und Hammerwerken gebildet. Die aufstrebende Gemeinde um den Klosterbezirk herum nannte sich, nach dem bekannt gewordenen Ortskern, Gevelsberg. 1886 wurden der Gemeinde Stadtrechte verliehen. Gevelsberg war gegründet. Vor 20 Jahren wurde der Bereich um die alte Klosterkirche städtebaulich neu gestaltet. Dabei wurde die geschichtliche Bedeutung des Ortes besonders gewürdigt. Die Pflasterung des Kirchplatzes stellt symbolisch die Grabfelder des Friedhofes der Klosterkirche dar. Hier wurden sowohl die Nonnen des Klosters und Stiftes als auch Einwohner des Kirchenspiels am Gevelsberg begraben. An diesem Platz befindet sich außerdem ein Brunnen. Er erinnert an einen Kummel, an dem die Bewohner frisches Wasser zapfen konnten. Der letzte Kummel befand sich noch bis ca. 1920 in der Mauer an der Elberfelder Straße. Unweit des alten Kirchplatzes wurde 1925, also genau 700 Jahre nach der Ermordung Engelberts, ein Denkmal eingeweiht.